Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Heute Express. Klimaschutzminister Habeck will mehr Tempo. CO2-Emissionen müssten dreimal so schnell reduziert werden als bisher geplant. Ein erstes Klimaschutzpaket will er bis Ende April auf den Weg bringen, ein zweites im Sommer. Mit dem Ziel, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Bereits bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien bei 80% liegen. Die Corona-Zahlen steigen weiter. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, in den kommenden 2 Monaten könnte sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa mit Omikron infiziert haben. Die aktuellen Zahlen für Deutschland. Dem Robert-Koch-Institut wurden 45.690 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 15.129 mehr als vor einer Woche. 322 Todesfälle kamen hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 387,9. Nach dem schweren Erdrutsch in Erftstadt bei der Flutkatastrophe im Sommer ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Heute gab es eine große Razzia, auch gegen den Betreiber eines Tagebaus. Unter anderem soll sich an der Kiesgrube kein ordnungsgemäßer Hochwasserschutzwall befunden haben. Möglicherweise einer der Gründe, warum mehrere Wohnhäuser einstürzten. Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist in Italien im Alter von 65 Jahren verstorben. Kommissionspräsidentin von der Leyen würdigte den Sozialdemokraten als großen Europäer und stolzen Italiener. Bereits seit Dezember befand sich Sassoli im Krankenhaus. Er war in der Vergangenheit an Krebs erkrankt. Soweit heute Express. Mehr jederzeit in unserer ZDF-Heute-App. Da halten wir Sie auf dem Laufenden. Machen Sie es gut. Tschüss.